Die DHV News vom 31. Mai 2024. DHV Wahlanalyse zur Europawahl. Kleiner Leak zu Säule 2. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirk's GroShop. Herzlich willkommen bei den DHV News. Ich habe ja letzte Woche zwei Termine gehabt, weswegen keine News waren. Der eine war eine Suchtkonferenz in Hamburg, wo ich schon mal so ein bisschen Konferenzfeeling auch schnuppern konnte. Dazu später noch mehr zu unserer eigenen Konferenz, die Ende Juni ansteht. Da habe ich schon einige Leute auch getroffen, die da auch wieder dabei sein werden. Aber der zweite Termin, weswegen ich eben unterwegs war letzte Woche, war in Zürich auf der Cannatrade, eine der ältesten und traditionsreichsten, vielleicht sogar die älteste Cannabis-Messe in Deutschland. Weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall immer sehr angenehm, gemütlich, äh, gute Stimmung. Ich bin immer gerne, gerne da, auch wenn ich jetzt ein paar Mal ausgesetzt habe. Jetzt war ich noch mal da und ich habe früher ja schon einen Preis bekommen äh, von der Cannatrade in der Kategorie Media. Dieses schöne. Exemplar und habe jetzt noch einen Preis bekommen für mein Lebenswerk, also nochmal ordentlich größer, ja, wo ich jetzt den größten Pokal abgeräumt habe, den die wohl haben da. Ähm, ja und dazu noch ein paar Worte. Ne? Ähm, Erstens natürlich zu sagen, das Lebenswerk ist noch nicht fertig, ja, weder Legalisierung noch ich bin fertig sozusagen, sondern da gibt es noch einiges zu tun. Zweitens, äh, und was ich da natürlich betont habe, auch vor Ort, ist, ähm, dass ich das natürlich nicht jetzt irgendwie im Alleingang gemacht habe mit Säule 2, also äh, diese, diese Verabschiedung von, ach Quatsch, mit Säule 1, ja, diese Verabschiedung des Cannabisgesetzes war der Anlass, ja, wieso ich jetzt da diese Ehrung bekommen habe. Aber natürlich habe ich das jetzt nicht alleine geschafft, sondern das war die ganze Community insgesamt und auch meine Arbeit persönlich irgendwie wäre nicht möglich ohne Tausende von Menschen, die das Ganze finanziell äh, unterstützen, den Handverband unterstützen, ähm, und natürlich auch die ganzen Aktivisten, die immer bereit waren, an äh, einem am richtigen Punkt mitzumachen, E-Mails zu verschicken oder online zu voten, wie auch immer, je nachdem, was für Aktionen angestanden haben. Äh, auch Nichtmitglieder eben, die trotzdem ihren Teil dazu beigetragen haben und auch Leute, die mit dem Handverband gar nichts zu tun haben, ja, weder Klickerei noch finanziell, aber trotzdem auch natürlich zur Legalisierung beigetragen haben. Das war ein gemeinsames Werk der ganzen Community und ich bin nur einer der. Repräsentationsonkel sozusagen, der eben ein Rädchen im System auch nur ist sozusagen. Insofern habe ich das Lebensjäck-Preisding äh, für euch alle und uns alle entgegengenommen, alle, die irgendwie in irgendeiner Weise dazu beigetragen haben. Und was ich nicht gesagt habe in Zürich, mir aber auch nochmal irgendwie wichtig ist zu sagen, ist auch ein Dank an alle Mitarbeiter des DHV, die einen Teil ihrer Lebenszeit hier mit mir sozusagen in den letzten 22 Jahren verbracht haben und... Äh, Dazu beigetragen haben, eben das Projekt DHV und Legalisierung voranzubringen. Also alle, die aktuell noch dabei sind, aber alle, die auch irgendwann mal dabei waren. Vielen Dank an alle, die ich jetzt irgendwie genannt habe. So viel dazu. Dann ein kleiner Hinweis nochmal: nächste Woche Montag, also in drei Tagen, sind im Bundestag gleich zwei Anhörungen. Eine zum Thema Änderung des cannabis bezüglich Anbauvereine insbesondere. Da bin ich auch selber dabei und ich glaube, es gibt auch wieder einen Videomitschnitt und eine Live-Übertragung am Montag. Und dazu habe ich die Stellungnahme äh, abgegeben vorgestern. Die ist jetzt online zu sehen auf der DHV-Seite. Inhaltlich habe ich das alles schon mal erzählt. Es geht um diese Geschichte, dass die äh, Dienstleister für die CSCs äh, keine mh, gemeinsamen Paketleistungen denen anbieten dürfen, sondern alles nur klein-klein, alles einzeln in Auftrag gegeben werden soll. Und auch innerhalb der CSCs äh, Mitarbeiter nicht in wesentlich verschiedenen Tätigkeiten angestellt werden dürfen, sondern es dann unterschiedliche Personen sein müssen. Also lauter unsinnige Restriktionen für die Anbauclubs, die denen das Leben schwer machen. Ja, und auch, dass nicht mehrere möglicherweise an der gleichen Adresse sein dürfen. Jedenfalls können nach, nach dieser Gesetzänderung eben die Landesbehörden äh, sowas verbieten. Das ist so grob, grob im Groben Ganzen der eine Punkt, der am Montag besprochen wird. Und ihr findet das auch nochmal alles in der Videobeschreibung, sowohl die Gesetzesvorlagen als auch eben unsere Stellungnahme erstmal und da aber auch einen Link zu allen anderen Stellungnahmen, die da schon abgegeben wurden und noch abgegeben werden. Übrigens auch das Thema äh, nicht geringe Menge haben wir da nochmal thematisiert nach den BGH-Urteilen. Da hat sich ja im Prinzip jetzt auch schon mal durch diese Urteile was Neues ergeben. Wenn das euch irgendwas sagt, ja, dann guckt halt rein, wenn euch das interessiert und wenn euch das nichts sagt, ist jetzt auch egal, ja. Die zweite Anhörung, die stattfindet, interessiert aber bestimmt alle. Das ist die Anhörung zum Thema Führerschein, wo es um die Einführung eines erhöhten Grenzwertes geht. Es gibt auch schon jede Menge Widerstand wieder dagegen, dass überhaupt nicht erhöht werden soll. Viele in der Community sind der Meinung, das ist halt viel zu wenig. Also wir hätten auch gerne einen höheren Grenzwert als die dreieinhalb, die da diskutiert werden. Das sind aber noch ein paar andere Probleme mit drin, die da drin stecken. Jedenfalls ist auch dazu am Montag eine Anhörung, sodass ich dazu nächste Woche nochmal deutlich mehr erzähle. Und dann auch äh, noch dazu eine Stellungnahme des DHV abgebe, die bis jetzt noch nicht da ist, sozusagen. Aber ich bin auch bei der Anhörung nicht dabei. Die sind gleichzeitig auch die beiden Anhörungen. Kann ich also gar nicht gleichzeitig alle machen. Ähm, naja, jedenfalls beides spannende Sachen, wo ich nächste Woche mehr zu erzähle. Dann ist unsere Wahlanalyse online zur Europawahl. Ist ja jetzt nicht mehr lange hin. Nochmal der Aufruf: geht wählen. Ja, wir haben ja jetzt äh, nach langer Zeit, wo man denken könnte, Macht keinen großen Unterschied, ob man wählen geht oder nicht. Haben wir doch ja jetzt mal gesehen mit dem Cannabis-Gesetz, dass es äh, einen kleinen Unterschied zumindest macht, was man wählt, wer an der Macht ist, äh, wer in der Regierung ist und wer daran beteiligt ist und wer nicht und so weiter. Nicht, dass die jetzt geliefert hätten, was sie ursprünglich versprochen haben. Ja, Und als wäre das jetzt ein super tolles Gesetz, an dem nichts auszusetzen ist, kann man wirklich nicht behaupten. Aber da es ein Schritt nach vorne ist, ich glaube, das wird wahrscheinlich jeder so sehen im Großen und Ganzen. Insofern. Wahlen sind nicht sinnlos, ja, die gehen nicht spurlos vorbei. Und es kann eben auch in die falsche Richtung losgehen, sozusagen, wenn man die falschen Leute wählt, die dann noch repressiver unterwegs sind als äh, sowieso schon. Und da sind auch ein paar interessante Sachen bei bei dieser Wahlanalyse. Und wir haben diesmal auch wieder eine eindeutige Hitliste und Rangfolge sozusagen der Wahlempfehlungen. Da haben wir ein paar Mal jetzt auch drauf verzichtet bei den letzten Wahlempfehlungen. Aber diesmal haben wir das wieder dabei. Und ja. Keine der großen etablierten Parteien hat jetzt da den ersten Platz erwischt, sondern die Piratenpartei tatsächlich, die uns äh, einfach von der Tiefe des äh, Programms sozusagen am meisten überzeugt hat. Sehr detaillierte und gute Vorschläge, die im Wahlprogramm da zu lesen sind. Und Piratenpartei vielleicht deswegen noch mal, die haben wir bei den anderen Wahlen jetzt zuletzt nicht mehr dabei gehabt, wie viele andere kleine Parteien auch. Wir orientieren uns immer daran. Welche Parteien sind aktuell im jeweiligen Parlament und welche haben bei Wahlempfehlungen eine gute Chancen, dass sie reinkommen könnten? Und das EU-Parlament hat eine kleinere äh, Hürde sozusagen, ja, also nicht die 5%-Hürde, die ja beim Bundestag gilt, dadurch sind da auch kleinere Parteien, dadurch haben wir diesmal auch mehr mit drin in der Wahlanalyse. Wer noch mehr kleine Parteien betrachten will, muss man äh, halt deren Programme selber gucken. Ja, das, das schaffen wir nicht einfach ja, alle, die antreten, irgendwie da zu beleuchten. Ähm, aber ein paar, mehr kleine als normal, sind eben jetzt dabei. Und gewonnen hat gleich die Piratenpartei äh, als eine von denen, die tatsächlich im Europaparlament noch vertreten ist. Die Linken haben uns am zweitbesten überzeugt und auch dicht gefolgt von den Grünen. Linke und Grüne sind da auch ähnlich gut aufgestellt mit vernünftigen Programmen und so weiter. Äh, die SPD, FDP auch, die sind nicht mehr ganz so ähm, in die Tiefe gegangen, sozusagen, was ihre Programme angeht. Bei Cannabispolitik durchaus wählbar. Bei den anderen ist aber auch noch mehr sozusagen über den Tellerrand geguckt, was sonstige Drogenpolitik angeht. Ja, das bewerten wir eben auch positiv, wenn die sagen, ja, so also Drogenprohibition ist grundsätzlich ein Problem, nicht nur bei Cannabis. Und das haben halt SPD und FDP nicht so in dem Umfang gemacht. Interessant zum Beispiel die Freien Wähler. Ähm, die Aiwanger-Partei, ja, viele denken, die gibt es nur in Bayern, weil sie da eben auch äh, erfolgreich äh, waren und sind und im Landtag vertreten und vor allen Dingen eben auch Mr. Eibanger stellen, der ziemlich viel rumpoltert und zum Beispiel so Sachen sagt wie: Die Kinder sollen lieber Schnitzel essen und Fleisch, anstatt Cannabis zu rauchen, wo man denkt, ja, das sind irgendwie total durchgeknallte Leute da, die denen haben wir nichts am Hut. Aber eben, es gibt noch mehr Freiwähler, die nicht alle so ticken wie die in Bayern und es gibt einen Bundesverband und äh, eben man tritt auch zur Europawahl an. Und tatsächlich ähm, sind, sind die ein bisschen progressiver, als man das von so einer Eibanger-Partei erwarten würde. Aber trotzdem, also sind für Entkriminalisierung, aber sie sagen eben auch, mit Cannabiskonsumenten sind irgendwie süchtiger alle, ne? und irgendwie ein Problemfall. Man muss denen irgendwie allen helfen und das geht eben besser, wenn die entkriminalisiert sind. Also das ist eher mau, sag ich mal, aber immerhin besser, als man das normalerweise erwarten würde, wenn man eben nur Eiwanger denkt, wenn man die, die Freien Wähler hört. Dann haben wir die Partei noch dabei, die eben eher satirisch mäßig unterwegs ist und sagt, ja, haut euch alles rein, was ihr wollt, dann ist uns wurscht. Ja, aber gut, ist jetzt kein Schaden, wenn man die wählt. Ja, ist halt dann satirische Stimme. Ja, aber da kann man auch nicht viel von erwarten an Initiativen. Ähm, Bündnis Deutschland wusste ich gar nicht, dass für Deutschland ein Bündnis Deutschland im Europäischen Parlament sitzt. Habe ich noch nie gehört. Extrem konservativ wohl, ähm, aber immerhin nicht ganz so hardcore mäßig anti cannabis wie die äh, anderen Konservativen von der Union. Aber ja, trotzdem toll, sind sie auch nicht, auch wenn sie sich eine extrem restriktive Entkriminalisierung immerhin vorstellen können, also ein Schrittchen weiter als die Union. Bündnis Wagenknecht, das ist die Partei, die aufgrund guter Wahlumfragen jetzt mit reingekommen ist, aber die eigentlich auch nichts zu sagen hat zum Thema Drogenpolitik. Ähnlich ähm, ÖDP und AfD, da tut sich nicht viel und CDU sowieso, das kennt er ja, ne, die. Der parlamentarische Arm der radikalen Legalisierungsgegner ist ja die Union und so haben sie auch diesmal wieder ihren Auftritt gewählt bei der Europawahl. Also schon ganz interessant das Ganze. Piraten, Linke, Grüne als spitzenmäßige Wahlempfehlungen, SPD, FDP, auch okay, wenn man nicht mehr als HANF erwartet. Interessant auch die Frage natürlich bei allen, deswegen haben wir das auch in den Wahlprüfsteinen mit drin gehabt, wollen die Europarecht ändern? Wir haben ja jetzt keine Legalisierung in Deutschland gekriegt, jedenfalls offiziell mit dem Argument, das verstößt gegen EU-Recht. Insofern war natürlich jetzt wichtig, welche dieser Parteien will denn jetzt EU-Recht ändern, damit einzelne Mitgliedstaaten Cannabis legalisieren können, wenn sie wollen. Das haben tatsächlich auch äh, erstaunlich viele Parteien im Europawahlprogramm drin gehabt. Da war für uns auch ein wichtiges Kriterium, weil ansonsten kann man denen ja nicht ernsthaft abnehmen, dass sie wirklich... Äh, intensiv daran arbeiten, Cannabis zu legalisieren, wenn sie noch nicht mal im Programm drinstehen haben, dass sie das eben auf Europa-Ebene auch jetzt adressieren wollen, ja? wenn das eben so ein Riesenproblem ist. Haben sie aber auch alle gemacht, äh, also jetzt unsere Leute sozusagen, von denen man das auch erwarten kann, die haben das eben auch tatsächlich mit drin. Soweit so gut, guckt euch das nochmal an, geht wählen zur Europawahl. Äh, wir haben die Wahlprogramme analysiert, die irgendwie mit Drogenpolitik zu tun haben, könnt ihr nachlesen, die Wahlprüfsteine, die die uns nochmal geschickt haben mit ihren Antworten, alles da. Mit unserer Einschätzung dabei und ja, könnt ihr euch nochmal informieren da. Das nächste Thema hat unmittelbar damit zu tun, das habe ich mal genannt, kleiner Leak zur Säule 2, und ähm, ist ein Punkt aus einer Antwort der Grünen, die ich nicht äh, hier verheimlichen will, sozusagen, die, die mich aufhorchen lassen, auch wenn sie jetzt gar nicht so unmittelbar was mit Europapolitik zu tun hat. Wir hatten da die Frage drin, wie stehen Sie zum Vorhaben, wissenschaftliche Modellprojekte zur Erprobung der kontrollierten Abgabe von Cannabis in Fachgeschäften in einzelnen EU-Mitgliedstaaten, zum Beispiel Deutschland, zu etablieren? Also Modellprojekte, ja, Säule 2. Wie sieht es aus mit Säule 2? Wie steht ihr dazu? Das ist ja jetzt genau der Punkt, der noch offen ist. Ja, Wird es äh, die deutsche Regierung noch hinkriegen, in dieser Legislaturperiode bis zur Wahl nächstes Jahr diese Modellprojekte auf die Schiene zu kriegen? Wird es erste legale Cannabis-Abgabe im Rahmen irgendeiner Art kommerziellen... Ähm, Anbau, Produktion, Verkauf in Fachgeschäften und so weiter. Mit wissenschaftlicher Erprobung wird es das geben oder wird es das nicht geben? Und wie fleißige DHV-Zuschauer wissen, gibt es da im Moment so einen kleinen ähm, ja, politischen Disput darum oder Unklarheiten, Diskussionen, ob es dafür jetzt noch ein eigenes Gesetz geben soll, was vom Gesundheitsministerium kommen könnte, oder ob ein, eine Experimentierklausel ausreicht, die im jetzigen Cannabisgesetz schon drinsteht für die das Landwirtschaftsministerium eine eigene Unterbehörde sozusagen hat, die dafür zuständig sein soll, sich um solche wissenschaftlichen Modellprojekte zu kümmern. Die ist bestimmt worden, habt ihr hier schon gehört. Aber es gibt eben auch Stimmen, die sagen, nee, also das ist noch nicht Säule 2, das hat damit jetzt gar nichts zu tun, sondern da kommt noch mal ein Gesetz. Und die Grünen haben jetzt geschrieben als Antwort auf unsere Frage, wir befürworten wissenschaftliche Modellprojekte zur Erprobung der kontrollierten Abgabe von Cannabis in Fachgeschäften und erwarten, dass das Bundeslandwirtschaftsministerium eine entsprechende Verordnung als Grundlage der Modellprojekte in Kürze auf den Weg bringt. Also eine Verordnung, kein Gesetz. Das heißt, es braucht kein eigenes Gesetzgebungsverfahren mehr. Und eben auch das Landwirtschaftsministerium ist zuständig und nicht das Gesundheitsministerium. Ich habe zumindest noch nicht gehört äh, bisher offiziell von den Grünen, dass das äh, deren Marschrichtung ist. Die haben sich alle bedeckt gehalten sozusagen, ja, wie das jetzt laufen soll. Äh, insofern bin ich mir nicht sicher, ob das vielleicht ein Versehen war, dass hier so eine klare Aussage als Antwort auf unsere Wahlprüfsteine bei rausgekommen ist, dass scheinbar die Grüne Bundestagsfraktion ähm, unsere Antwort nach dem Modellprojekt eben so beantwortet hat, ja, Landwirtschaftsministerium-Verordnung. Vielleicht habe ich irgendwas verpasst, ja, in offiziellen Verlautbarungen, aber möglicherweise ist das hier das erste Mal, dass eben eine der Ampelfraktionen sich da so explizit zu äußert, dass eigentlich diese Verordnung ausreicht im Landwirtschaftsministerium, damit damit losgehen kann mit den Modellprojekten. Also, ihr seht, es kommen erstaunliche Details zutage, wenn ihr euch unsere Wahlanalyse anguckt. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass ich hier nichts überscrolle. Ähm, Cannabis-Normal-Konferenz, natürlich auch eines unserer großen Projekte, weswegen wir gerade irrsinnig viel zu tun haben beim Handverband, äh, neben tausend anderen Fragen. Wir kommen vorwärts mit der ganzen Organisation ähm, und haben jetzt die Speaker online. Wir hatten ja die Sessions, die einzelnen Themenblöcke, die wir uns da vorgestellt haben, sowieso schon online und haben jetzt zumindest einen großen Teil der einzelnen ähm, Referenten da jetzt auch nachzusehen unter cannabisnormal.de wo die Konferenz eben beschrieben ist, oder die, die Homepage der Konferenz eben. Die findet statt vom 28. bis den 30. Juni, um das auch nochmal so konkret zu sagen. Und fängt an, Freitagabends mit unserer traditionellen Politikerdiskussion. Da wird dabei sein Kirsten Kappert-Gonter, äh, Dirk Heidenblut für, für die SPD ähm, und Frank Tempel, unser Hanf Adler Träger, der auch einen Preis und Preis von uns schon mal bekommen hat in der Kategorie Politik äh, als damaliger drogenpolitischer Sprecher der Linken, weil Artesch Gürpina nicht kann, aber das war auch eine gute Vertretung. Ähm, die FDP hat uns noch niemanden genannt, äh, möglicherweise sind die diesmal nicht dabei. Aber es wird trotzdem eine interessante Diskussion, nehme ich an. Und dann haben wir äh, diverse Vertreter von Anbauvereinen, unter anderem Andreas Gerold aus Hamburg, äh, Olli Waag aus Berlin. Und ähm, Friedemann Söffing aus Thüringen, alles ähm, Vorreiter und Kämpfer äh, aus den Reihen der Anbauvereine. Und äh, da werden auch noch mehr dabei sein. Also, das hier ist jetzt im Prinzip ja nur der Anfang. Da kommen noch mehr Speaker, äh, teilweise sind die uns auch schon bekannt. Ähm, aber die Profile sind noch nicht fertig. Aber doch, ein großer Teil der Leute, die dabei sind, sind jetzt da. Einige Grow-Profis haben wir dabei. Ähm, die entweder von Firmenseite aus, die also schon, schon fast auch ihr ganzes Berufsleben, ja, so lebenswerkmäßig irgendwie im Growing unterwegs sind und sich da hervorragend auskennen. Unter anderem auch äh, Dirk Rehan, äh, der ja auch äh, hier mit Dirk's Grow einer unserer diamant ist. Wo wir uns immer wieder Leute sagen, wenn sie auf die, auf die Seite da gehen von Dirk's Grow der Typ im Logo, das bist du doch, das ist heißt doch der Georg und nicht der Dirk, ja, da gibt es überhaupt keinen Dirk, das ist doch irgendwie ein Georg-Laden. Und da können da, wenn er zur cannabis kommt, ja, zur Cannabis-Normalkonferenz, Stellen wir uns mal nebeneinander und dann könnt ihr sehen, es gibt feine Unterschiede. Ja, Wir sehen gar nicht genau gleich aus, das ja, ist echt so. Ähm, dann haben wir natürlich einige versierte Anwälte dabei, ähm, zum Beispiel Thema Führerschein Oliver Rabatt, äh, einer der bekannten Anwälte und mehrere Spezialisten auch, die im Zusammenhang mit den CSCs jetzt gerade sich da äh, reinfräsen und da äh, ja, schon sehr gut im Film sind sozusagen und sich auskennen. Johannes Nelkenstock ist zum Beispiel einer von denen und äh, auch Markus Geschwandner wird noch auf der Seite auftauchen. Das Profil ist noch nicht da. Das ist auch einer von denen, die jetzt äh, das äh, den neuen Cannabis-Kommentar schreiben, der jetzt demnächst veröffentlicht wird. Also so einen offiziellen, hoch äh, rechtswissenschaftlichen erklärbär äh, Buch, Text irgendwie sozusagen äh, über dieses Cannabis-Gesetz. Auch der wird da vor Ort sein und äh, wir werden auch noch mehr Rechtsanwälte vor Ort haben. Äh, da fehlen uns noch ein, zwei für bestimmte Sessions, aber also, es wird wirklich spannend, ja, mit anderen Worten. Ihr müsst da unbedingt hinkommen. Wenn ihr zum Beispiel Anbauvereine machen wollt, solltet ihr da vor Ort dabei sein, ja, wenn ihr selber dabei seid, jetzt welche zu organisieren. Wenn ihr Mitglied werden wollt in Anbauvereinen, wenn ihr euch einfach nur dafür interessiert, selber zu growen und was ihr so dürft, auch im Zusammenhang mit äh, öffentlichem Konsum, gehört es mit den Abstandsregeln und so weiter. All die tausend Detailfragen, die noch offen sind in diesem Gesetz. Werden wir da klären, ja. Also Führerschein habe ich schon erwähnt, ja, große Sache. Das wird auch ganz viel interessieren mit jede Menge Detailfragen. Wir werden uns rumnörden, da irgendwie wie verrückt. Ähm, und alle, die sich stundenlang DHV-News angucken, ja, ihr seid alle Nerds, sonst würdet ihr das nicht machen. Und ihr seid absolut Zielgruppe für diese Konferenz. Wir freuen uns, wenn ihr alle da seid. Ähm, und wir feiern ja auch ein bisschen, ja, diesen, diesen Zwischenschritt. Das wird auch die erste Cannabis-Normal-Konferenz des DHV sein, wo man offiziell konsumieren darf, ja, wir werden auch Räumlichkeiten haben, wo Raucherräume sind, wo wir abends dann eben auch feiern und beisammen sitzen und ein bisschen in die Nacht quatschen und da könnt ihr euch auch mit den anderen Spezialisten euch unterhalten über euren eigenen Anbau, ja, welche Erde nehmt ihr, welches Wasser tut ihr da drauf und was weiß ich, welche Luft lasst ihr da dran, tralala, ähm, ja, also es wird wunderbar. Also CannabisNormal.de, da seht ihr, was wir da ähm, bieten und können die Tickets kaufen und so weiter. Und wir freuen uns, wenn der Laden gerappelt voll wird. Eine Sache noch, wir haben auch jemanden schon dabei, mindestens eine Person, die aus einer dieser noch geheimnisvollen zuständigen Behörden kommen wird. Für die Anbauvereine. Da haben die viele Bundesländer noch gar nicht gesagt, welche Behörde das überhaupt jetzt sein soll, ja, wo die Anträge ab 1.7. gestellt werden können für Anbauvereine. Aber es gibt schon ein paar, die das gemacht haben und aus diesen Reihen haben wir einen Vertreter auch vor Ort auf der Cannabis-Normal-Konferenz, der eben auch eine dieser schon bestimmten Behörden vertritt und auch Lust hat, mal reinzuschnuppern in die Community, wen er da jetzt irgendwie demnächst alles regulieren soll und irgendwie genehmigen soll. Und äh, der wird sicherlich auch einiges dazu zu sagen haben, zu diesen ganzen Detailfragen, die noch offen sind, ja, wenn man jetzt einen Anbauverein gründen will, was man alles beachten muss und so weiter. Sind wir also auch direkt im Kontakt zu den Behörden und auch die Behörden sind in der äh, Zielgruppe dieser Konferenz? Ja, alle, die mal jetzt irgendwie uns bearbeiten sollen, ja, die Prävention betreiben sollen äh, mit, mit Cannabiskonsumenten nach dem Gesetz. Wir haben auch eine Präventionssession noch dabei, übrigens äh, auch inhaltlich, äh, also auch nochmal für akzeptierende Drogenarbeit interessant. Also auch das ist die Zielgruppe, auch ihr seid herzlich willkommen, äh, auch Ministerien und Behörden und so weiter die sich jetzt neu zurechtruckeln müssen ja und auf einmal irgendwie eine legale Community vor sich haben und die es auf einmal ernst nehmen sollen und äh, bis jetzt eigentlich gar keinen Plan davon haben aber einen Auftrag haben guckt euch die Hand ähm, Cannabis Normal Konferenz vom Handverband an optimale Gelegenheit und eben für die die gründen wollen umgekehrt sozusagen auch mal ein schöner Kontakt zu denen die euch regulieren sollen so jetzt genug Werbequatsch irgendwie zur Cannabis Normal Konferenz Wobei wir das natürlich jetzt weitermachen werden, ja, bis irgendwie das letzte Ticket verkauft ist. Ähm, aber es wird auch spannend. So, Samenhändler habe ich noch eine kleine Nachricht. Ähm, die Debatte darum, ob jetzt das, der Verkauf, kommerzielle Verkauf von Vermehrungsmaterial in Deutschland legal ist oder nicht, habe ich hier auch schon ein paar Mal auf, aufgemacht, sozusagen, angerissen. Äh, unserer Meinung nach ist es legal, sowohl Samen in Deutschland zu verkaufen als auch Stecklinge. Und das tun auch sehr viele. Ja, da gibt es jetzt Nachrichten, wo Großhändler interviewt worden sind. Die sagen, wir haben schon Hunderte von Kunden in Deutschland, die alle unsere Samen verkaufen, ein bisschen zu Tankstellen und Kiosken und so weiter. Also, ja, die gibt auch schon erste Meldungen von Supermärkten, die die Hanfsamen mit im Programm haben. Und das passt auch gut zu dem Eindruck, ja, dass wirklich extrem viele Leute jetzt einfach mal ein bisschen Hanf zu Hause anbauen, weil sie es ja dürfen. Ja, da, das ist also eigentlich positiver, als wir erwartet haben, ja, wo wir gesagt haben, okay, ein paar Leute werden sich ja nicht selbst anbauen, das wird man schon merken irgendwie, das wird auch schon ein bisschen Schwarzmarkt verdrängen. Aber es scheinen doch noch viel mehr Leute zu sein, die das einfach aus Spaß mal machen. So wie ich ja auch, ja, mit meinen paar verreckten Pflänzchen, die ich schon mal ausprobiert habe. Ich werde demnächst mal neue ansetzen. Ähm, naja, und die Samen dafür werden halt an jeder Ecke verkauft scheinbar mittlerweile. Schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr selber auch schon mal irgendwo in Deutschland im Laden wart, wo ihr gesehen habt, oder werden ja Samen verkauft jetzt? zum Anbau potenter Handpflanzen. Ja, das würde mich auch interessieren, wie viele von euch das schon mal gesehen haben. Und dann haben wir noch ein bisschen Ortsgruppenfunk. Ortsgruppe Bamberg war bei einem Workshop Cannabis aber sicher. Strategien zur Harm Reduction an einem Festival in Bamberg, Kontakt Festival, mit den Themen Jugendschutz, sicherer Konsum und Schimmelvermeidung beim Eigenanbau. Ja, das nenne ich mal Harm Reduction, also wie man anständig Eigenanbau betreibt bei Cannabis, ohne sich da irgendwie mit Schimmel voll zu bomben. Den Job hat die Ortsgruppe Bamberg gerne gemacht und uns ein paar Bilder dazu geschickt. Auch mal was anderes an Ortsgruppenarbeit. Und die Ortsgruppe Dortmund, die sind noch ein bisschen neu im Geschäft. Die müssen sich erstmal an unsere ganzen bürokratischen Vorgaben eingrooven, wie sie ihre Bilder rechtzeitig in die DHV-News kriegen. Deswegen kriegen die jetzt nochmal ein bisschen Frischlingsbonus und auch ein verspätetes. Nennungen ja, oder zeigen von deren schönen Bilder äh, von dem, vom Global Marihuana Marsch Dortmund, der natürlich jetzt schon ein paar Tage her ist, aber ja, weil sie sich Mühe gegeben haben, da, weil es schick war und weil sonst die Fotos noch nachgeliefert haben im richtigen Ordner, zeigen wir die jetzt noch. Ja, und das war es soweit wieder, dann kommen die Termine. In Würzburg trifft sich die Ortsgruppe am 31.05. Die Ortsgruppe Chiemgau trifft sich am 1.06. In Berlin gibt es ein Infostand samt Teststation der Ortsgruppe auf dem Hanfmarkt im Jam am 2.6. Also Teststation heißt dann hier äh, optische thc messung und so weiter, nehme ich an. Also wie viel THC hat euer Eigenanbau zum Beispiel, könnt ihr da mal checken. Dann in Heidelberg 3.6. Teamsitzung des Hanfverbands Rhein-Neckar in Berlin, die Cannabis-Kompetenztage. Da bin ich selber auch äh, dabei als Referent. Äh, auch da, das richtet sich an Cannabis Social Club Betreiber, zukünftige und wo es konkret darum geht da, ja, wie man den Anbau regelt, wie man das Ganze jetzt irgendwie auf die Schiene kriegt. Allerdings ähm, anderes Preisniveau als die Cannabis Normal Konferenz. Höhere Preisniveau, ja. Ach so, Cannabis Normal Konferenz, muss ich nochmal sagen. Helping Hands, habe ich ganz vergessen zu sagen. Ähm. Das braucht man noch, ja. Also wenn euch auch die Tickets zu teuer sind, ja, obwohl die gar nicht teuer sind, aber ihr sagt, so ist trotzdem viel Geld, ja, das kann ich mir trotzdem nicht leisten. Es gibt noch die Möglichkeit, uns zu helfen bei der Cannabis Normal Konferenz als Helping Hands ähm, und dann kostenlos reinzukommen und dafür ein paar Stunden irgendwelche Schichten zu übernehmen und hier und da ein bisschen mitzuarbeiten und den Rest dann eben kostenlos die Konferenz genießen. Dann haben wir nach den Cannabis Kompetenztagen unmittelbar den Berliner CB Club. Also eigentlich äh, von der Cannabis Trade äh, in der Schweiz aus organisiert, aber jetzt eben auch in Deutschland Cannabis Business Club in Berlin, The Network Experience, äh, da wird auch Englisch gesprochen und so, am 13 14 bis 22 Uhr. Noch am gleichen Abend, auch da bin ich dann schon wieder dabei, bei den Grünen im Abgeordnetenhaus Berlin, also die grüne Fraktion da, macht ein Fachgespräch, How to Legalize, die Cannabis-Teillegalisierung in Berlin, ab 18 Uhr im... Abgeordnetenhaus von Berlin. Mit Anmeldung bitte Link in der Videobeschreibung oder auf fanverband.de unter Termine und dann auch noch mal gleich anschließen. Deswegen ist das überhaupt auch alles in Berlin jetzt in der Woche davor die ganzen Veranstaltungen, die Mary Jane nach eigenen Angaben die größte Cannabismesse in Europa jetzt also jedenfalls flächenmäßig und ob das besuchermäßig auch so hinhaut und ausstellermäßig, das könnt ihr euch dann selbst angucken in Berlin. Uh, 14.06. Da, da haben wir einen Infostand vom Handverband. Da werde ich die meiste Zeit auch dabei sein. Wer mal irgendwie Tag sagen will, äh, kann auch da vorbeigucken und ähm, unser Lebenswerk feiern und so. Ja, und das war es für heute. Habe ich schon alles gesagt. Ne? Geht wählen, kommt zur Cannabis Normalkonferenz und so. Das lasse ich jetzt. Äh, deswegen kann ich jetzt einfach nur sagen: Like dieses Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen großartigen Abend.